I'm sick and tired of living in LA. Where the sun is out, but there's so much shade. I need a place to go with the seasons. And no one now has a reason to be cold hearted. To be cold hearted. Hi, ich bin Ferdi von CET Automotive. Wir sind heute unterwegs im Range Rover Velar D300, also der große Diesel mit 300 PS, Biturbo geladen. Und haben heute aber, der geht echt gut, keinen Active Sound nachgerüstet, weil ihr hört nur den Diesel Sound. Wir haben hier die Active Suspension Control verbaut, weil der Kunde ist hier mit eleganten MB Design Felgen unterwegs in einer harmlosen Größe von sage und schreibe 22 Zoll. Die in einer Lackierung kommen, die so ähnlich sind wie sein Fahrzeug und dementsprechend sieht das optisch natürlich zwar geil aus, aber die Range Rover Fahrer werden es wissen, das Fahrzeug ist nur im Beladenmodus bzw. Parkmodus sehr tief und sieht nur dann geil aus und sobald der losrollt, fährt das Mobil nach oben und ist dann nicht mehr so ganz optisch ganz geil und dementsprechend fand der Kunde das hier natürlich mit der Active Suspension Control cool, weil wir profilseitig die Tieferlegung festlegen können. Bedeutet, wir haben hier über das große Touchpanel die Luftfahrwerkprofile. Genau, und zwar haben wir hier quasi den Normalmodus, hier haben wir den Parkmodus und hier haben wir den Offroad-Modus. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Normalmodus sind, fährt das Fahrwerk automatisch ein paar Zentimeter hoch im Vergleich zum Parkmodus, weil der Parkmodus ist schon sehr, sehr tief, sieht optisch geil aus, aber sobald man das Fahrzeug in Bewegung setzt, löst sich das Fahrwerk und fährt nach oben. Und dann hat man quasi im Normalfahrbetrieb extreme Offroad-Verhältnisse, optisch und auch vom Fahrgefühl her. Und der Kunde hier mag es eher sportlich. Er hat gesagt, okay, im Alltag würde ich es gerne so haben wie auf dem Bild. Weil auf dem Bild ist das echt von der Tieferlegung nett. Aber in Realität sieht das halt anders aus. Jetzt haben wir quasi den Normalbetrieb so eingestellt, dass er ungefähr 3 cm tiefer ist zu Serie. Den Parkmodus haben wir ungefähr 15 mm nochmal tiefer gelegt. Und den Offroad-Modus haben wir komplett nach oben, also komplett Serie gelassen, weil der ist extrem hoch, da ist schon so ein Abstand zwischen Kotflügel und Reifenkante. Dementsprechend ist das mit Serie schon absolut in Ordnung. Und das Schöne ist halt, das kann man über die Handy-App separat einstellen. Man kann auch einstellen, ab welcher Geschwindigkeit das Fahrwerk auf Serie gehen soll. In diesem Fall ist zum Beispiel 100 km/h eingestellt, dass wenn man quasi auf die Autobahn fährt, beziehungsweise, sorry, 120 km/h, wenn man auf die Autobahn fährt, dass das Fahrwerk wieder in das Originalniveau geht, damit der Komfort quasi nicht darunter leidet, weil wenn das Fahrzeug tiefer ist, dann wird sie auch straffer und hat man halt von der Federung her das vielleicht eher im Rücken oder schneller im Rücken, als wenn man im Normalmodus, im Originalmodus ist. Dementsprechend fährt er dann hoch aufs Originale. So, das war's auch schon von der Active Suspension Control im Range Rover Velar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken und abonnieren und bis zum nächsten Video.